Ey, wenn wir ein Einhorn ziehen, das wäre so episch. Aus 40 Eiern. Ah, das wäre so cool, das wäre so cool, das wäre so cool. Aber ich... Was? 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 Ich hab in dem Moment, wo er sagt... Ich habe es gerade gesagt. Wie bitte? Wie viel Glück kann man haben? Wie bitte? Hey Leute, was geht? Bib René hier mit... Bibi Claudio. Genau, und wir haben heute was ganz Besonderes vor, oder? Und zwar werden wir unsere zurückgeholten Eier, die wir von Elena zurückbekommen haben, heute öffnen. Ganz genau, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, es war nämlich ja so, dass Bibi Claudios Neon-Osterhase Elena unsere Eier versteckt hat. Ja, war schon echt fies, muss ich nochmal sagen. Aber zum Glück haben wir ja alle gefunden und das heißt natürlich auch, dass wir alle jetzt öffnen können. Das stimmt. Und dafür sind wir natürlich wieder an den Ort gegangen, wo wir unsere Eier immer öffnen. Ja. Und bevor wir das tun, wünschen wir euch allen natürlich auch nochmal frohe Ostern, falls ihr das hier gerade seht. Ganz genau. Also je nachdem, ob gerade Ostern ist in der Zeit, wo ihr das gerade seht oder Ostern schon vorbei ist, hoffen wir natürlich. Ja, schreibt uns gerne rein, wie ihr Ostern verbringt tatsächlich. Genau, und wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr eine schöne Zeit hattet. So, und Bibi, René. Trotzdem... Ja, sag, und trotzdem? Trotzdem werden wir natürlich uns selber jetzt erstmal eine schöne Zeit machen, indem wir nämlich jetzt alle Eier öffnen, die wir haben. Wir beginnen nacheinander und wir beginnen erstmal mit den Cracked Eggs, oder? Ganz genau, das klingt nach einem guten Plan, deswegen fang du mal gerne an mit deinem Cracked Egg. Stell dir vor, wir ziehen ein Einhorn aus den Cracked Eggs. Okay, ich hab ein Buffalo. Ein Ostereinhorn. Das wäre echt cool. Okay. Ich würde auch sagen, wir fangen mit den unselteneren Eiern an. Das heißt, wir ziehen jetzt nacheinander die Cracked Eggs, dann die normalen Eggs. Dann die Fossil Eggs und dann die Royal Eggs. Und ich mache natürlich weiter und ziehe einen... Hey, dein Otter geht es gar nicht gut. Ach, ein Otter ist das natürlich. Ja, aber mir geht es ihm gut. So, wenn wir aber dann zieh mal weiter dein nächstes Ei. Ich stelle mir vor, ein Einhorn, das wäre so cool. Ach, das wäre so krass. Oh, du hast einen Fennec-Fox gezogen. Ey, der ist doch voll cool. Also der ist ach, der ist ungewöhnlich. Oh, ich dachte, der wäre selten. Nee, selten ist er nicht, aber ist natürlich trotzdem ein cooles Pet. Zeig mal, was hast du? Und ich habe eine Katze. Evie, Evelyn, genau. Oh, dein Ei muss mal duschen. Aber vielleicht musst du das nicht mehr, wenn es gezogen wurde. Sonst stellen wir das noch einmal kurz unter die Dusche. Ey, und schon das wieder. Und Buffalo. Und der muss aber nicht mehr unter die Dusche. Nee. Immerhin. So, dann mache ich weiter mit meinem nächsten Ei. Und das ist hoffentlich ein Ostereinhorn. Aber das was? Ein Shiba Inu habe ich bekommen. Aus einem Cracked Eggs. Also, ich habe ja schon relativ viele Shiba Inus wie ihr gerade hier auch sehen könnt. Aber so oder so freue ich mich natürlich sehr. Das so. Ein Shiba Inu aus dem Cracked Egg ist schon echt eine coole Nummer. Ich öffne jetzt mein Ei in der Badewanne. In der Badewanne. Ja, vielleicht bringt das ja Glück. Und da ist ein Chocolate-Labrador. Das ist ein Chocolate-Labrador. Okay, dann mache ich weiter mit meinem vorletzten Cracked Egg. Das ist mein letztes, das ist mein letzter Cracked Egg. Los, öffne! Genau, du. Oh. Und da ist ein Buffalo drin. Komm, ich überlege gar nicht lange, sondern ich öffne einfach. Ja, mach ruhig. Noch ein Baby René, prank jemand anders. Hier ist gerade niemand anderes da, wo ich das machen könnte. Prank jemand anders, nicht Baby Claudio. Jetzt bist du, komm. Okay, das letzte Cracked Egg ist dran. Das hat zwar du hast, aber erstmal wird es trotzdem geöffnet. Und da ist ein Puma. Cool. Okay. Auch cool, auch cool. Auf jeden Fall auch cool. Ja, jetzt bist du wieder dran mit deinem ersten Pet-Egg, okay. Ey, wenn wir ein Einhorn ziehen, das wäre so episch. Aus 40 Eiern. Ah, das wäre so cool, das wäre so cool, das wäre so cool. Aber ich... Was? 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 Ich hab in dem Moment, wo er sagt... Ich habe es gerade gesagt. Wie bitte? Wie viel Glück kann man haben? Wie bitte? Ich habe ein Einhorn aus dem Fettegg. Hä, Baby René, ich glaube es gerade nicht. Baby René, ich muss dir was sagen. Auch nicht. Ich muss dir was sagen. Ich glaub's auch nicht. Ich muss dir was sagen. Ja? Ich habe dich geprankt. Wie? Ja, ich habe das Einhorn nicht gezogen, deswegen habe ich mich auch nicht so gefreut. Wie? Spaß. Ach, was hast du? Nein, Spaß, ich habe es wirklich gezogen. Ich habe doch nur noch ein Neon-Einhorn, das weißt du doch. Ja, toller Prank, wenn du es wirklich gezogen hast. Ja, ich habe es gezogen. Was? Ich glaube es nicht. Ich habe ein Einhorn gezogen. Ja. Wie kann man so viel Glück haben? Versuch das jetzt zu toppen. Aber Baby René, wenn du jetzt noch zwei weitere ziehst oder ich, dann gebe ich dir es, dann kannst du dir auch ein Neon-Einhorn machen. Zum Neon-Einhorn brauche ich noch ein paar weitere Einhörner. Ja, ich sag ja, aber noch zwei brauchst du. Ja, stimmt. Ja, dann... Ja, los, öffne! Komm ich auf das Angebot zurück. Öffne! Ja. Ey, wenn du jetzt ein Einhorn... Nee, ich glaube, du ziehst kein Einhorn. Ich glaube, ich liebe einfach dein Haus. So, da ist ein Shiba Inu drin. Den geht's auch gar nicht. Damit kann ich auf jeden Fall auch leben. Einfach ein Einhorn. So, jetzt bist du wieder dran. Was ist das?
Da ist ein Rabbit drin. Rabbit, Bunny, Bunny. Ach, Bunny. Das ist Elena. Passt natürlich auch zu Ostern. Ostern, ja. Hat eigentlich schon ganz schön lange gedauert, dafür, dass Ostern heute ist. Eigentlich sollte dann aus jedem Ei ein Bunny rauskommen. Ja, das stimmt. Aber wir machen weiter. Und da ist eine Snowcat drin. Oh, süß. Albin, ich glaub's gerade echt nicht, du? Nein. Ich glaub's auch nicht. Okay, du hast einen Puma. Cool. Mach ich weiter. Zeig. Ey, deine Haustiere liegen die ganze Zeit auf dem Boden. Was soll das? Da ist ein Rabbit drin. Liegen die Haustiere bei dir auch auf dem Boden? Nee. So, da ist... Alina ist wieder da. Puma drin. Ich mach mal wieder weiter. Zeig. Fennec Fox. Und da ist ein Fennec Fox drin. Birine, du musst dir unbedingt dann das Video aus meiner Perspektive anschauen, weil bei mir fallen die ganze Zeit deine Haustiere hin. Das ist so lustig. Ja, ist bei mir auch ab und zu. Aber gut, dass ich das nicht sehen muss. Stell dir vor... Tut ja weh, wenn man die Treppe runterfällt. Ein roter Panda ist natürlich auch schon echt ultra stabil. Und ein Einhorn und sagenhaft. Also ich muss schon sagen, ich bin zufrieden. Ist eine gute Ausbeute. Aber es ist ja auch Ostern. Da hat man natürlich auch das verdient. Okay, bei mir kam ein Rabbit raus. Naja. Jetzt gehen wir zu den Fossilex, oder? Ganz genau. Ich muss ehrlich sagen, auf die freue ich mich sogar am meisten, weil hier haben wir ja noch nicht so viele Tiere. Und vor allem, alles, was man daraus zieht, sind eigentlich alle Sachen, die man nicht so häufig hat. Das heißt, bei den Royal Eggs, da kann man natürlich auch fünf Rabbits rausziehen. Okay, den mag ich nicht so tatsächlich, den Wally Mammut, den mag ich echt nicht. Ja, ich finde andere auch besser. So. Ey, den mag ich überhaupt nicht. Bleib mir weg. Den mag ich nämlich sehr, sehr gerne. Ich glaube, den mache ich mal zum Neon-Pad. Wenn ich davon noch zwei ziehe. Bleib mir weg mit dem. Guck mal, wie komisch er läuft. Guck mal, wie der läuft. Guck doch mal, wie der läuft. Guck mal, wie siehst du der ist. Der, bei mir bleibt er stehen. Bei mir läuft er nicht. Ah, jetzt. Bei mir läuft er die gerade hinterher. Der denkt, der ist Naruto. Ja, nur, dass der Groundsloth cooler ist, auf jeden Fall. Ja, stell dir vor, ich ziehe aus dem Fossil... Okay, das ist ein Stegosaurus, oder? Ja, ein Stegosaurus. So, ich hoffe, ich ziehe jetzt entweder noch zwei von den Groundsloths oder ich ziehe einen von diesen blauen Fossiltieren. Schreibt mal, du weißt, welches ich meine. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welches von bei den Fossil-Eggs das seltenste Tier ist. Ich glaube, okay, ein Triceratops ist auch cool. Cool. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es der Pterodactyl ist, dieses Flugtier. Oh nein! Ah! Das ist nicht derselbe! Nein, das ist auch nicht derselbe. Oh, Dilophosaurus. Aber sieht auch cool, lustig aus. So, ich mach weiter mit dem nächsten Fossil-Egg. Wir haben bis jetzt bei den Fossil-Eggs noch kein ultra-seltenes oder legendäres bekommen, oder? Ah, den habe ich jetzt auch nochmal. Nee, interessanterweise nicht. Also der ist selten. Ich habe einmal ungewöhnlich, einmal selten, einmal häufig bei den Fossil-Eggs gehabt. Schreibt bitte in die Kommentare, was man alles so ziehen kann und was das seltenste Tier bei den Fossil-Eggs ist. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, das ist dieser hier. Wer? Nee, der ist ungewöhnlich. Nein, der ist ultra-selten. Nein, ach so, du meinst deinen. Ja, das stimmt. Ja. Komm, wir öffnen weiter. Ja, ich bin jetzt wieder an der Reihe, glaube ich. Ja. Und mach natürlich dann auch weiter. Und da ist... Oh. Ah, da ist er! Also, Bibi Claudio, du weißt, was ich jetzt als nächstes zum Neon-Pad mache. Hast du vier Stück davon? Ich habe vier Stück davon. Oh. Aber das Problem ist, es wird eine Weile dauern, weil wenn der ultra selten ist, dann sitze ich da eine Weile dran. Aber das ist es mir auf jeden Fall schon wert. Mal, aus dem Fossilex habe ich nur ungewöhnlich, selten, ungewöhnlich, selten. Zwei selten, drei ungewöhnlich. Ich glaube, es gibt aber auch einfach nicht so viele ultra-seltene Fossil-Egg-Tiere. Nee. Ich glaube, das ist wirklich nur der Deinonychus und der Pterodactyl. Aber mal schauen, vielleicht habe ich ja einen von den beiden hier noch drin. Cool. Nee, hier ist ein Säbelzahn. Wie viele habe ich davon? Vielleicht kannst du mir einen geben. Ich habe auf jeden Fall jetzt zwei davon. Ah, und die sind ja auch so ultra-selten. Die sind ultra-selten, was habe ich nicht zwei auch gehabt? Ich habe einen, okay, ich habe einen. Stimmt. Okay, also haben wir nicht genug, um zusammenzuschmeißen und ein Neon-Pad zu machen. Aber weißt du jetzt, zu welchen Eiern wir jetzt kommen? Wir kommen jetzt zu den Royal Eggs natürlich. Stell dir vor, wir ziehen noch zwei weitere rein, dann hast du auch einen Neon-Einhorn. Das stelle ich mir gerne vor. Rabbit! Passend zu Ostern. So, und jetzt ziehe ich dann mein Einhorn. Hoffe ich. Rabbit! Passend zu Ostern. So, wirklich der einzige Vorteil am Rabbit. Komm, wir machen nochmal. So. Ja. Jetzt zieh mir einen Einhorn, glaub es mir. Ah, ein Shiba Inu. Shiba Inu ist süß, den mag ich. So, ich sag das so oft, bis es einfach passiert. Also, ich ziehe jetzt mein Einhorn. Und vielleicht habe ich da ein bisschen geflunkert, weil ich ziehe einen Rabbit. Jetzt ziehen wir den aber auch wirklich häufig. Komm, jetzt ziehe ich den aber. So, du bist wieder dran. Noch ein Shiba Inu. Und der nächste Shiba Inu. Bald kannst du auch einen Neon Shiba Inu machen. Oder kannst du wahrscheinlich jetzt schon. Weiß ich gar nicht. Okay. Ich ziehe das nächste Ei. Und das ist...
Wie viele Rabbits kriege ich an Ostern eigentlich? Hast du gerade drei Rabbits hintereinander gezogen? Ich habe drei Rabbits hintereinander gezogen. Aus einem Royal Egg? Aus drei Royal Eggs, Leute. Fennec Fox. Ich habe nur noch... Also, ich will mich nicht beschweren, aber da habe ich mir von den Royal Eggs ein bisschen mehr... Ich habe nur noch ein Royal Egg. Och, Mann. Zieh mein nächstes. Und da ist noch ein Shiba Inu drin. Cool. Ich ziehe jetzt meinen letzten Royal Egg. Und, was wird es? Cool. Noch ein roter Panda. Ich muss sagen, meine Ausbeute heute ist echt gut. Ja, muss ich auch sagen. Kann ich über meine Ausbeute nicht so behaupten. Vielleicht ändert sich das aber jetzt, wenn ich ein Einhorn ziehe. Und es ist noch ein Shiba Inu. Ah, wolltest du mich wieder ein bisschen... Nö, ich wollte dir nur zeigen, dass ich ein Einhorn gezogen habe, ein weiteres. Ja, das glaube ich dir gerne, dass du einfach nur damit angeben wolltest. Ja, ich wollte damit nur angeben. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich bin auch ehrlich zufrieden und das könnte ja unser Osterritual werden, dass wir einfach zu Ostern immer Eier öffnen, obwohl wir das schon sowieso machen. Das ist eine gute Idee. Also von mir aus können wir das gerne ab jetzt jedes Ostern machen. Und wenn das so weitergeht, dann könnten wir eigentlich auch 10-mal im Jahr Ostern feiern, finde ich. Ja, das stimmt tatsächlich. Nein, natürlich sollte Ostern nur einmal im Jahr gefeiert werden, aber dafür war es auf jeden Fall cool. Und ich würde sagen, dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit mit unseren ganzen Haustieren verbringen, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt ganz viele neue. Ganz genau. Und vor allem haben wir auch mal wieder Haustiere, die wir sonst nie gezogen haben. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man Fossil Eggs sieht. Da sind dann nochmal Haustiere dabei, die man sonst nicht so häufig hat. Ja. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar, lasst ein Like da, schreibt vor allem auch mal einen Kommentar, welches Haustier von den Haustieren, die wir gezogen haben, am besten waren. Also klar, das Einhorn ist am besten, aber sagen wir mal, wir nehmen das Einhorn raus. Welches Haustier fandet ihr dann am besten? Schreibt das gerne in die Kommentare, abonniert auch gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und dann... würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, tschüss. Tschüss.